الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ذكر لا إله إلا الله، وأفضل دعاء الحمد لله. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Das beste Zikr, Gedenken Allahs, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, oder die schönste Art von Zikr, oder was zum Tugendhaftigkeit führt, ist was? La ilaha illallah. Ganz leicht. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Aufrichtig, aus dem Herzen aus, wenn man das sagt, ist das Schönste, das Beste, was man machen kann, damit man auch zum Tugendhaft führt, La ilaha illallah, was man sagt. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und bei Dua ist es was? Alhamdulillah. Und sein ist das Lob. Alles Lob gebührt Allah tabaraka wa ta'ala. Das ist was? So gesehen, beste Art und Weise, wie man halt Dua machen kann an Allah subhanahu wa ta'ala. Also nochmal, La ilaha illallah, ganz leicht auf der Zunge, am besten immer auf Arabisch natürlich, La ilaha illallah und Alhamdulillah, und sein ist es Lob.